Fiat 500. Wir beginnen mit einem erstaunlichen Auto, das den Ehrentitel eines der ersten Stadtautos weltweit trägt. 1957 wurde der Fiat 500 perfekt proportioniert für die engen Gassen italienischer Altstädte präsentiert. Vor allem gab er sich mit seiner rundlichen Form niedlich wie ein Mäuschen, das durch zwei große runde Hauptscheinwerfer neugierig die Welt erkundet. Autoliebhaber schätzen die kompakten Abmessungen des Autos. Darüber hinaus war es äußerst praktisch und relativ kostengünstig, sodass es weltweit schnell beliebt wurde. Bis in die 50er Jahre waren alle Autos ziemlich sperrig, auch die, die von den Herstellern als kompakt bezeichnet wurden. Ohne überflüssigen Schnickschnack vereinte der Fiat 500 nun alles, was eine kleine Familie brauchte und sich leisten konnte. 1975 wurde die Produktion eingestellt. Lasst uns nun über das Auto sprechen, das ihr auf dem Bildschirm seht. Es hat mit der modernen Welt mehr gemeinsam, als man denkt. Das Modell heißt Fiat 500 Lamborghini. Wenn ihr die Fiat-Geschichte kennt, wisst ihr wahrscheinlich, dass Fiat keine Modelle namens Lamborghini hergestellt hat. Tatsache ist, dass dieser Fiat 500 getuned wurde. Die Änderungen betrafen sowohl das Aussehen als auch das Innenleben des Autos. Unter der Karosserie des kleinen Wagens steckt ein Motor, der fast so groß ist wie das Auto selbst. Ein 6,2 Liter großer V12 Motor aus einem Lamborghini Murcielago. Die Steuerung des Autos fällt nicht leicht. Seine enorme Leistung steht in keinem Verhältnis zu seinem geringen Gewicht. Die Idee ist jedoch interessant. Das Auto sieht kompakt aus, doch sein Geräusch? Hört nur, wie er klingt. Brutus. Die Geschichte dieses Autos begann unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Brutus ist ein Experimentalfahrzeug, das nach dem Vorbild experimenteller Rennwagen aus dem frühen 20. Jahrhundert gebaut wurde. Sein 750 PS Motor mit 47 Litern Hubraum war eigentlich für Flugzeuge vorgesehen. Nach Ende des Ersten Weltkriegs wurden diese Triebwerke aber auch in Autos eingesetzt. Das Auto wog 510 Kilogramm, war 1,8 Meter lang und 1,1 Meter hoch. Als Fahrgestell diente ein Feuerwehrspritzwagen von American Lafrance aus dem Jahr 1907. Das Auto wurde von einem Team des Technischen Museums Sinsheim gebaut. Nach mehreren Jahren harter Arbeit war der Wagen einsatzbereit und erwies sich seitdem überall, wo er auftaucht, als ein absoluter Hingucker. Als Besonderheit verfügt der BMW Flugmotor 6 über je 6 Haupt- und Nebenpleu, eine Bauform, die damals sehr in Mode war, weil sie Platz und Gewicht sparte. Als Dauerleistung gibt BMW 550 PS bei 1530 Umdrehungen an. Das Auto beschleunigt auf rund 200 km/h. Jaguar E-Type. Für viele Automobilenthusiasten ist der Jaguar E-Type das unumstrittenste, schönste Fahrzeug, das je gebaut wurde. Es gibt nicht viele Autos, die vom Tag ihrer Geburt bis heute so viel Aufmerksamkeit erregen und als Symbol einer ganzen Ära gelten. Vorgestellt wurde der Jaguar E-Type im März 1961 auf dem Genfer Automobilsalon als erste Serie. Seine sportliche Form war ganz außergewöhnlich für die damalige Zeit. Doch gerade deswegen erregte der Jaguar E-Type großes Aufsehen und entwickelte sich zum Verkaufsschlager. 2008 belegte das Modell den ersten Platz in der Rangliste der 100 schönsten Autos der englischen Ausgabe von The Daily Telegraph. Sportscar International hatte E-Type als Nummer 1 in den Top Sportscars der 60er Jahre angeordnet. Selbst Enzo Ferrari soll einmal gesagt haben, dass der Jaguar E-Type das schönste Auto der Welt sei. Es dauerte etwa 10 Jahre, um ein wirklich leistungsstarkes, leichtes und gleichzeitig robustes Auto zu entwickeln. Den Herstellern gelang es schließlich, das ursprüngliche Aussehen, die hohen Geschwindigkeiten und die geringen Kosten gekonnt zu kombinieren. Auch wenn der echte E-Type damals 242 km/h geschafft hat, würde das heute niemand mehr ausreizen, weil das Auto schlicht zu wertvoll für so ein hohes Risiko ist. Und noch ein interessantes Detail, die Hinterradaufhängung wurde damals in Rekordzeit gebaut, denn alles begann mit einer Wette. Um 5 Pfund zu verdienen, konstruierte der Ingenieur Bob Knight die Hinterradaufhängung in weniger als 30 Tagen. Mercedes 300 SL Gullwing.
Nun wollen wir euch ein Auto zeigen, das einige Experten als das allererste Superauto der Welt betrachten. Der 300 SL Gullwing ist der erste nach dem Krieg erschienene Mercedes-Sportwagen. Im Februar 1954 debütierte er auf der International Motorsport Show in New York. Seine Produktion wurde 1963 eingestellt. Bei der Entwicklung dieses Autos wollten die Entwickler einen Sportwagen der neuen Generation konstruieren. Wir können mit Sicherheit sagen, dass sie Erfolg hatten, da der Mercedes 300 SL die fortschrittlichsten Technologien von damals kombiniert. Der Motor mit einem Arbeitsvolumen von fast 3000 Kubikzentimetern entwickelt eine Leistung von 215 PS. Unverwechselbares Merkmal des Fahrzeugs sind die Flügeltüren und der Viertaktmotor mit Benzinanspritzung, weltweit erstmalig für einen Serienpersonenwagen. Mit bis zu 250 km/h ist er der schnellste Serienwagen seiner Zeit und wird zum Traumsportwagen der 50er Jahre. 1999 wurde das Modell zum Sportwagen des 20. Jahrhunderts gekürt. BMW 3,0 CSL. Der BMW 3,0 CSL legt den Grundstein für die jahrzehntelange Erfolgsgeschichte von BMW im Tourenwagensport und ist ein wichtiger Meilenstein der Motorsportgeschichte. Insgesamt hat BMW nur 1265 Exemplare seines 3,0 CSL gebaut. Dieses Auto ist eine verbesserte Version des BMW E9. Er wurde erstmals 1972 präsentiert. CSL steht für Coupé Sport Leichtbau. Der Name war Programm. Dank konsequentem Leichtbau, unter anderem bestanden Motorhaube und Türen aus Aluminium, die hinteren Scheiben aus Plexiglas, brachte das Auto 1165 Kilogramm auf die Waage und wog damit weniger als das Serienmodell. Auch im Rennsport sorgte das Auto für Aufsehen. Die Wagen prägten die Tourenwagenszene der 70er Jahre. Es gibt sogar eine Legende, dass dieses Auto der Grund dafür ist, dass BMW im Ranking der Automobilhersteller einen so hohen Rang einnahm. Bugatti Type 35B. Dieses Auto wurde in seinen verschiedenen Ausführungen eine feste Größe in der Rennsportszene, das unzählige Grand Prix und Sportwagenrennen gewann. Im Jahr 2008 platzierte The Telegraph den Bugatti Typ 35 auf Platz 54 der Liste der schönsten Autos der Geschichte. Und tatsächlich haben seine Umrisse etwas unglaublich Attraktives. Der offene Sportwagen fuhr zwischen 1924 und 1930 über 2000 Siege ein, stellte etwa 50 Rekorde auf und wurde zur Motorsportlegende. Die Modelle, die ihr auf dem Bildschirm seht, sind die neuesten Versionen des legendären Autos. Sie haben den Namenszusatz B erhalten. Insgesamt gibt es 45 solcher Autos weltweit. Die Motorleistung beträgt 138 PS. Das Auto beschleunigt auf bis zu 210 km/h. Die Beschleunigung auf 100 Stundenkilometer dauert nur 6 Sekunden. Eine sehr beeindruckende Leistung für ein Auto, das vor fast 100 Jahren entwickelt wurde. Lamborghini Diablo GT. Das letzte Auto für heute hat keine jahrhundertelange Geschichte, ist für uns aber nicht weniger attraktiv. Der Lamborghini Diablo wurde im Jahr 1990 vorgestellt. Dies war das erste Auto einer italienischen Firma, das eine atemberaubende Höchstgeschwindigkeit von 320 Stundenkilometer erreichte. Das Video zeigt den Lamborghini GT, eine im Jahr 1998 gezeigte Version. Von dem Diablo GT wurden 80 Stück produziert, die ausschließlich in Europa verkauft wurden. Die Höchstgeschwindigkeit dieses Modells beträgt 338 km/h. Der Verzicht auf angetriebene Vorderräder sparte zusammen mit anderen Maßnahmen einiges an Gewicht ein und ermöglichte damit die Höchstgeschwindigkeit von 338 km/h. Seine Leistung betrug 583 PS. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen! Es ist Zeit, das Hirn aufzuladen! Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.